So, herzlich willkommen zurück zu Emergency 4 und der Submodifikation von Biberfelde. Genau, jetzt habe ich kurz überlegt, wie das überhaupt heißt. Ja, ich dachte, wir zocken heute mal ein bisschen anders und habe mir hier eine kleine provisorische Wache aufgebaut. Indem ich einfach mal doch die anderen oder beziehungsweise ein paar andere Feuerwehrfahrzeuge aus der umliegenden Umgebung rund um Biberfelde alarmiert habe. Unter anderem hier der Feuerwehr Berenstein, ein HLF-20, von der Feuerwehr Berenstein direkt noch das GW Logistik. Stopp, das ist ja von Friedrichsbad. Aber irgendwas war da noch von. Was hab ich Quatsch erzählt? Na egal. Auf jeden Fall das HLF-20, ein SW-2000, ein TLF-4000 und ein GW Logistik, die uns heute auf der Wache mit unterstützen. Alarmiert habe ich die mit unserem ganz normalen ELW, der dann quasi, ich sag mal, die provisorische Leitstelle mit alarmiert. Beziehungsweise mit übernimmt. Theoretisch werde ich noch ein Führungsfahrzeug mit alarmieren, und zwar diesen KDOW. Der soll dann die Einsatzkräfte hier im virtuellen Wegberg führen. Da der ELW ja jetzt außer Gefecht gesetzt wurde, der hier einfach agieren muss, um weitere Einsatzkräfte ranzuschaffen. Genau, ich finde, das kann man ruhig öfters mal so machen, da muss man nicht immer mit diesen Standardfahrzeugen spielen. Und kann auch ruhig mal ein bisschen was Außergewöhnliches nehmen. Ansonsten habe ich schon alles vorbereitet. Hier haben wir unser LF20 schon umgebaut, sag ich mal, das neuere. Die DLK steht richtig drin. Und auch sonst habe ich die Polizei schon auf Streife geschickt. Und ich würde sagen, ich gebe einfach mal das Einsatz Go. Der Cardio wird ja dann eintreffen. Und wir haben direkt einen Verkehrsunfall. Dort oben. Allerdings, da werde ich... Oh. Da nehme ich trotzdem die Fahrzeuge von hier oben. Fahrzeug 4, Fahrzeug 14, Fahrzeug 29. Denn das wäre Quatsch, jetzt hier von hier ganz unten nach da ganz oben zu fahren. Fahrzeug 4. So. Hier ist auch, glaube ich. Bin unterwegs. Da ist der KDOW. Er kann eigentlich gleich mit vor Ort bleiben. Und, cool, hier können wir ja auch... Ah, das ist ja nett. Hier können wir verschiedene Fahrzeuge nachalarmieren, die wir dann brauchen. Das ist ja cool, So, dann einmal bitte den RW hier vorne hin. Halt. RW, machst du das jetzt? So, Fahrzeug 29. Fahren wir bitte kurz dahin. Hier kannst du mal kurz der Gruppenführer aussteigen und du platzieren das HLF direkt hier so hin. So. Höre, auf dem Weg. Ja, das war das Auto. Da war ich jetzt leider ein bisschen zu spät. Na gut, das HLF war noch ein bisschen. Ich bräuchte auch mal die Polizei hier fort. Hier fährt doch wer. Oder hier ist sogar gleich wer. So, dann stellen wir dein Moped bitte hier an die Seite. Wird gemacht. Höre. Und leiten wir hier den Verkehr bitte um. Falsche Richtung. Da. So, dann einmal bitte aussteigen. Was gibt's? Und mit der Rettungsschere bewaffnen. Ihr könnt auch schon mal aussteigen. So, dann bräuchte ich mal bitte. Hab ich noch? Delta. Bin unterwegs. Was gibt's? Höre. Delta. Sofort. Ja, schon unterwegs. So. Und einmal bitte alle Fahrzeuge umleiten, dass wir ein bisschen Platz hier zum Arbeiten haben. Ja, bin unterwegs. Höre. Schon unterwegs. So. Ja, wird umgehend durchgeführt. Auf dem Weg.
Gas gibt's. Und schon können wir die erste Person versorgen. Höre. Okay, wir brauchen noch ein NEF, das ist aber kein Problem. 22. Das alarmiere ich einfach mal direkt nach. Und mit der Polizei hier vor Ort besorge ich schon mal gleich zwei Abschlepper, dass wir uns hier ein bisschen Platz machen. Bin unterwegs. Und alles klar. Dass wir hier das Bindemittel noch aufnehmen, beziehungsweise das Öl, was hier noch rumliegt. Denn grundsätzlich möchte ich aber erstmal, ich bräuchte mal noch einen Feuermann. Jemanden, der mal die Person da kurz wegguckt und hier an der Seite legt. Schon unterwegs, Fahrzeug 29. Was gibt's? Auf dem Weg. Ja, ich weiß. Genau 22. Ja, wird umgehend durchgeführt. Los geht's. So. Soweit, so gut. Oh. Du kannst schon mal den Rettungswagen vorbereiten und du jetzt mal bitte. Das war aber echt ein heftiger Unfall, ne? Na gut, direkt in die Fahrerseite rein. Das ist natürlich schon böse. Kann ich die Person vielleicht im Rettungswagen nochmal beleben, wiederbeleben? Manchmal funktioniert das. Ne, geht leider nicht. Na gut, jetzt brauchen wir eigentlich auch nicht mal mit Blaulicht fahren. Denn, jetzt hat sich das... Ja, kommt aber klar, ja, ne? Jetzt hat sich das sowieso schon erledigt. Genau. Was gibt's? Fahrzeug 4. So, dann bitte bau erstmal oder nimm erstmal das Fahrzeug dort weg. Hallo, wo willst du hin? Ey. Der Abschleppdienst, das spackt manchmal ein bisschen. So, hier einmal. Und dort einmal die ganze Sache dann noch aufkehren und dann haben wir es doch schon. Höre. Schon unterwegs. Höre. So, dann hätten wir das dann auch soweit erledigt. Wir können dann schon fast wieder gleich den Einsatz beenden. Ach nee, halt, hier müssen wir noch einmal aufkehren. Naja, wir haben jetzt gar nicht gebraucht, aber man weiß ja nie. Vor allem nehme ich den halt immer mit raus. Bei größeren Einsätzen sowieso wegen dem Rettungsgerät und zweitens auch wegen Bindemittel. Das HLF hat echt nicht viel Bindemittel drauf. Was ja manchmal ziemlich nervig sein kann. So, da können wir eigentlich... Ihr könnt nach Hause fahren. Du kannst nach Hause fahren. Du kannst zusammenpacken. Wir können Status 1 gehen. Du kannst weiterfahren. Und du kannst weiterfahren. Und du fährst bitte runter hier zur Wache. Ohne Blaulicht. So, da hätten wir den ersten Einsatz noch sehr erfolgreich abgearbeitet. Gut, die Person ist verstorben, aber da konnte ich ja jetzt nicht viel dafür. Ich vermute einfach mal schon, dass die schon tot war, bevor ich überhaupt ankam. Und dann kann ich da leider nichts für. So, ja, mal schauen, was uns noch so erwartet hier in Biberfelde. Bis jetzt ist es ja immer noch recht ruhig. Gut, wir haben auch gerade eben das angefangen und schön VKU schon gehabt. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt.
Man nutzt halt die Fahrzeuge, die außerhalb stationiert sind, echt nur in wirklich Großschadenslagen, da man sonst mit den Fahrzeugen der Feuerwehr echt gut hinkommt. Die Freiwillige Feuerwehr ist gut ausgestattet hier unten und auch die hier oben mit ihrem LF-10, bis auf, wie gesagt, den Rettungssatz, den ich schon 100 Mal angesprochen habe, der ja echt fehlt. Und auch die BF hier oben ist sinnvoll ausgestattet, wie ich finde, und ja, da braucht man die meistens gar nicht. Es wäre zwar cool, wenn man einige Fahrzeuge tauschen könnte, zum Beispiel würde ich gerne das TLF 4000, dieses Trupp mit dem Staffel-TLF hier tauschen. Fahrzeug 39. Und da oben dann vielleicht, oder ein modernes TLF da oben hin statt dem LF-20, denn wir haben ja so viele Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeuge auf der Map stationiert, dass ich auch ein bisschen was anderes haben möchte. Fahrzeug, so, dann ist, Fahrzeug 47. Der Kollege ist schon mal da und, wieso? Warum? Weil die Person gestorben ist? Ey, das ist ja echt blöd. Das Spiel weiß manchmal auch nicht, was es wird. Dann stelle ich den KDOW hier an die Seite. Das stört er nicht. Das ist doch gleich an dem Mann, oder? Wo ist denn das? Schlaganfall hier direkt daneben. Okay. Fahrzeug 22. Direkt einfach umgekippt, ja. Fahrzeug 22, schon unterwegs. Fahrzeug 26. Fahrzeug 22, höre. So. Ja, los geht's. Fahrzeug 26. Schauen wir mal. Hier müssten wir die Person allerdings erstmal in den RTW verfrachten, da im strömenden Regen das ja gar nicht mal so geil ist. Fahrzeug 26. Achso, halt, sorry. Genau, wir müssen erstmal gucken, was hier so Phase ist. Diesen EW werde ich jetzt auch erstmal wieder reinfahren lassen. Was haben wir hier? Kreislaufkollaps. Da sollte Fahrzeug 20. Das ein Rettungsfahrzeug reichen, ein Rettungswagen. Fahrzeug 38 hört. So. Genau, die sind schon, auf dem Rückweg. Fahrzeug 26. Fahrzeug 22. Ihr dürft ruhig mit Blaulicht fahren. Da habe ich euch dann schneller wieder zur Verfügung, das ist mir wichtiger. So, dann stellen wir dich erstmal ordentlich hin, ja? Fahrzeug 20. Ja? Und halt. Axt brauchen wir noch nicht. Was gibt's? Los geht's. Ernsthaft, ich brauche jetzt noch. Na gut, dann brauche ich noch direkt der nächste Einsatz. Fahrzeug 30. Genau.
Leuchten diese Ampeln ja immer, ja? Ich dachte, man muss die anschalten separat. Halt! Ich frag mich, zu welchem Feuerwehrfahrzeug der jetzt laufen wollte. 22. Was gibt's? Bin unterwegs. Los geht's. Was gibt's? Ist in Arbeit. Auf dem Weg. Fahrzeug 20. Genau, also er wird behandelt. So, hier müsste ich mich jetzt nicht drum kümmern. Was gibt's? Taschendiebstahl. Halt, wo ist denn das Zelt? Schon unterwegs. Wo läuft denn er? Schon unterwegs. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Habe verstanden. Was gibt's? Sofort. Fahrzeug 30. So, und dann bräuchte ich, 2. Und noch ein Polizeifahrzeug, welche den Verhafteten beziehungsweise die verhaftete Person einsammelt und abtransportiert. Weil das geht ja, soweit ich weiß, mit dem Motorrad leider nicht, oder? Nein. Das wäre natürlich echt dämlich. Klar, dass das nicht funktioniert. Aber in der Hinsicht sind die Motorräder natürlich schon ein bisschen doof eingeschränkt. Fahrzeug 30. So, immer noch recht ruhig. Ich hätte jetzt Bock auf ein Feuer. Ja? Ja? WhatsApp, bitte sei ruhig. Danke. Hier steht übrigens ein Blitzer. OVKO schon wieder da oben. Jetzt würde mich interessieren. Einfach mal alles sperren. Ist das jetzt gesperrt? Ja, tatsächlich. Genau, dann gucken wir. Unklare Feuermeldung. Da reicht das LF20 und vielleicht das Tankfahrzeug. Da reicht eben das LF20. So, hier bräuchte ich, Fahrzeug 4, Fahrzeug 14. Ach, stimmt. Ich bin ja doof. Ich habe ja kein Personal für Rüstwagen, weil das mit dem LRF raus ist. Aber das geht doch mit dem. Fahrzeug 4. Fahrzeug 32. So, genau, Rettungsdienst bräuchte ich auch nochmal. 17, 22. LF20 ist raus. Sehr schön, dann fahren wir doch direkt mal hier hin. Und ja, da reicht die SAE, um gut ist. Fahrzeug 38. Oh, so viel zum Thema SAE. Was gibt's? Schon unterwegs.
Jetzt, ich verstehe es nicht, ist mir zu hoch. So, jetzt bräuchte ich erstmal hier unten. Schon unterwegs. Fahrzeug 32. Bin unterwegs. Fahrzeug 4. So. Fahrzeug 4. Einmal bitte hier so hin. So. Der erste Rettungswagen kann hier unten hin. Der zweite kann hier so hin. Das NEF stelle ich hier so hin. Fahrzeug 4. Was gibt's? Ja? Jawohl. Und das Löschfahrzeug kann erst noch mit hier runterkommen. Da müsste ich mich um mein Feuer mal kümmern, oder? Passiert brennt das hier noch? Ja. Was gibt's? Verstanden. Fahrzeug 38. Fahrzeug 38. Ja. Gut, das war jetzt ein Fehler, da ohne PA vorzugehen, muss ich zugeben. Dort gemacht. Auf dem Weg. Ja. Bin unterwegs. Aber warum löscht er nicht? Ich verstehe das nicht. So, soweit so gut, dann... 22. Ja? Schon unterwegs. Aussteigen bestätigt. Was gibt's? Höre. Und einmal bitte verarzten. Wir können auch mal der Gruppenführer aussteigen. Das Fahrzeug erstmal richtig platzieren. So, kümmern wir uns erstmal darum. Gut, jetzt wird hier endlich gelöscht. Ist aber auch echt stürmisch gerade, ne? Also nicht zu vernachlässigen. Dann bräuchte ich, einmal die Polizei hier vorne vor Ort. Hier ist irgendwer verstorben. Was gibt's? Los geht's. Aussteigen bestätigt. Ja? Wird umgehend durchgeführt. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? So, Was gibt's? Aus, was gibt's? Bin unterwegs. Und jetzt würde mich ja interessieren. Wo haben wir denn? Okay, weil die Autobahn kann ich ja komplett freigeben. Und, ja, genau, West-Ost, genau. So, Höre. Bin unterwegs. So, wie sieht's denn hier unten aus? Höre, ausgeführt. Tango wird gemacht. Höre, ausgeführt.
So. Dann kann der Schlauch hier einmal zusammengerollt werden. Und wir lassen die Sattelmaschine hier, bzw. die Zugmaschine ab. Transportieren. Hier unten bräuchte ich mal noch die Polizei. Da möchte ich mal die Autobahnpolizei alarmieren. Aussteigen bestätigt. Aussteigen bestätigt. So, ich glaube, das ist der vom, genau, das ist der von dem LF. Der Gruppenführer. Das LF20 steht auch wieder drin, das ist auch schön, klappt alles heute. Wieso wird der Einsatz da abgebrochen? Ich verstehe das absolut. Was mache ich denn falsch? Ich meine, ich war schnell vor Ort. Die Person wurde schnell behandelt. Oder ist da noch irgendwo einer drin, den ich jetzt vergessen habe? Das glaube ich nicht. Ja. Ich kann hier nirgendwo mal freischneiden. Ich weiß zwar nicht, wo die Person hier hin ist. Victor. Bauen die denn da tolles auf, wenn ich das jetzt aufklappe? Victor. Ist jetzt auch was drauf zu erkennen? Ja, jetzt. Ja, auf dem Weg. Schon unterwegs. Was gibt's? So, na gut, Öl ist jetzt hier auch ein bisschen vorhanden, da können wir gleich mal anfangen. Fahrzeug 32. Höre. Und dann nehmen wir gleich das Öl damit auf. Was gibt's? Ja. Bitte, was machst du da oben? Auf dem Weg. So, genau, soweit so gut. Dann hol dir mal bitte einen Besen. Ja. Genau, und dann haben wir den Einsatz auch so gut wie abgearbeitet. Ja, sehr schön, aber aus mir einem unerklärlichen Grund. Victor. Ja, bin unterwegs. Höre. Schon unterwegs. Fahrzeug 4. Genau, was machst du denn, Vater, bitte vorwärts? Sei bitte nicht so doof. Fahrzeug 32. 22. Hey, hallo? Ja, bin unterwegs. Also die schneiden sich echt doof an, ne? Das ist ja Wahnsinn.
Dann nimmt erst das auf, mir doch egal. Fahrzeug 4. Was machst du? Also das ist so eine Sache, die kotzt mich ein bisschen an, weil die stellen sich ja sowas von dämlich an. Das war aber in der Vanilla-Game schon so. Das ist nicht mehr feierlich. Was kann ich eigentlich hier noch? Kann ich hier, Fahrzeug 39. Fahrzeug 39. Fahrzeug 39. Fahrzeug 39. Das ist ja mega. Stimmt, man konnte ja gruppieren, ne? Ja, kriegt's immer noch nicht geschissen. So, ich hoffe, er schafft es jetzt wenigstens mal, dass sich hier langsam mal was rührt. Das ist ja furchtbar. Ja, geht mit einmal. Zack, fertig, Thema beendet. Gutes. Nein, jetzt treffen die sich wieder und es klappt wieder nicht. Da! Das ist furchtbar. Ja, danke. Auf dem Weg. So, dann kannst du wieder ins Haku fahren. Schaffst du es jetzt auch? Komm schon! Mach's doch einfach! Nimm doch bitte einfach! Ich räume jetzt hier, ich fahre mit den Fahrzeugen weg. Das ist mir zu doof jetzt. Jawohl, es klappt endlich. Halt! Stopp! Ist hier nicht noch ein Fleck? Oder habe ich den vergessen zu kehren? Habe ich nur vergessen zu kehren. So, dann kann die Autobahnpolizei kann auch nach Haus. Fahrzeug 4. Und die BF kann auch endlich nach Hause fahren. Das war ziemlich anstrengend, aber nur durch die Abschleppdienste. Das ist ja echt Wahnsinn. Na gut, ich würde sagen, das haben wir erledigt. Wir können jetzt noch die Autobahn wieder freigeben. Genau. Und das war's erstmal von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.